Bewundert sie, bewundert alles. Kauft alles. Wir haben halt einfach keine Kohle. Okay, heute Morgen gefangen. Gibt es eine fünfte gratis dazu. Ich glaube, wir sollten gleich mal... Komm, spielt kostenlos. Oh, kostenlos? Lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Ja, dann auf geht's. Also spielen wir jetzt mal eine Runde. Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Kriegen wir hin. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. So. Kinderspiel. Sollen wir jetzt nehmen und dann irgendwas umwerfen, ne? Das machen wir am besten das hier, ne? Ich glaube, es dürfte recht gut kommen. Warte mal, so. Oh, das war gar nicht mal so. Oh! Sehr gut abgeräumt. Dann da nochmal. Toll! Das war knapp. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich weiß, ich bin halt schon ziemlich. Ich kann noch mehr nehmen. Warte, ich nehme auch meinen. Hier den ja auch noch. Nicht aufgeben! Warum sollte ich aufgeben? Ich habe gerade einen ultra guten Lauf. Bis wo hauen wir jetzt hier hin? Da einfach so. Gut getroffen. So einen haben wir noch bekommen. Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Neue Erinnerung. Die beste Spielerin. Sehr schön. Guck mal. Direkt auf Anhieb. Warte mal, um mehr zu erfahren. Können wir hier gucken. Erinnerung. Mann, kommt. Spielt kostenlos. Der Graf von Aals lädt. Oh Gott, nein! Achso, ich kann. Kommt! Spielt kostenlos! Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein! Ein Spiel! Also gut. Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfe um so. Okay, also man kann es einfach nochmal abspielen. Ist ja generell nicht verkehrt. Mal ausrüsten. Ach, wir haben wohl noch die ganzen Blumen. Im ersten Teil konnte man Blumen sammeln, die. Ich weiß gar nicht, ob die effektiv irgendeinen Effekt hatten. Ich kann es euch noch nicht mal sagen. Es sieht wahrscheinlich einfach nur schön aus. Ja, es sieht wahrscheinlich einfach nur schön aus. Haben wir die jetzt im Haar? Nö. Hä? Also normalerweise hätten wir die jetzt im Haar, oder haben wir die im Haar? Nö. 13 von 13 steht hier, ausrüsten. Haben wir jetzt was im Haar? Ach da, aber ganz, ganz klein, ne? Haben wir nicht irgendwas Größeres? Gänseblümchen so? Ja gut, also es ist ein leichter, ganz dezenter Kosmetik. Wisst ihr Bescheid. Aber ich habe jetzt hier auch nichts gewonnen, ne? Einfach nur Ehre. Und den Titel Beste Spielerin. Wisst ihr Bescheid. So, wir gehen mal weiter. Wir müssen ja noch nach oben zur Burg und damit dann auch zu unserer Mama. Ein Feuerschlucker. Wie macht er das bloß? Na, seine Eltern müssen Drachen sein. Ein Drachenmann. Ein genau. Drachenmann. Lukas könnte bestimmt auch Feuer spucken. Bestimmt, er ist ja auch heimtückisch. Oh yes. So, wir gehen jetzt mal weiter. Nicht, dass wir gleich noch irgendwas verbrennen. Sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich glaube, wir müssen da schon hoch, ne? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja. Ja. Ich mag es hier. Warte mal, sind wir jetzt hier schon richtig? Sieht ganz danach aus, oder? Kann ich jetzt hier irgendwie durch und rein? Wir sehen uns nach meiner Wache, ja? Sicher. Du bist doch ständig im Dienst. Ich weiß. Die haben flirten? So ist es nun mal, seit der Graf dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Die haben flirten? Nee, ich glaube, wir müssen tatsächlich noch weiter, ne? Hier haben wir noch ein paar Sonnenblumen. Die könnten wir jetzt in der Theorie einfach pflücken. Aber nee, das Spiel sagt nein. Wie geht's noch weiter? Gibt's Musik? Musik! Oh, da spielt jemand Musik. Oh yes. Oh, ich kann nicht sehen. Oh, muss ich jetzt echt hochheben? Hey, ja, weißt komm. Du was? Auf geht's. Ich trag dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Und jetzt? Ja. Schön. Der muss ja immer zusehen, damals hatten die noch keine MP3-Player oder Discmans oder keine Ahnung. Da war man immer angewiesen auf Leute, die Musik machen. Ja, klingt aber toll.
aus Frankreich. Sie sind echt gut. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Yes. Ja. Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen ist nicht. Wieder. Oh, jetzt muss ich den die ganze Zeit tragen? Ich glaube, wir müssen hier weiter, ne? Wir sollten ja bald nach oben. Kann er nicht laufen? Ja, verwöhnen den einfach die viel Leute zu sehr. Hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Ja, let's hope so. Sind wir jetzt hier richtig? Wir müssen, glaube ich, auch da hoch, ne? Hier ist alles zugestellt. Sehr, sehr gutes. Ich lass dich wieder runter. Richtig so. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Wenn alles zugestellt ist, ist es immer ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass man da nicht wie lang kann. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Ach, so schön, sehe ne? Ich den Markt vom Zimmer aus. Du wer bist du denn? Das Königszimmer. Natürlich. Wer bist du denn? Der Tag war ganz schön lang. Okay, wir gehen einfach weiter. Das wirkt uns gleich einfach ein bisschen creepy. Einfach ein bisschen creepy, Freunde. So, wo muss ich jetzt hin? Das soll irgendwo so ein Phoenix-Banner sein, ne? Hier sehe ich aber nichts vom Phoenix. Hier wird Wäsche gewaschen. Hier aufgehangen. Okay. I see, aber die sind alle so eher so am Warten. Ja? Das sieht jetzt nicht super heftig anstrengend aus, sagen wir mal so, aber vielleicht machen sie ihre Arbeit einfach nur sehr, sehr gut. Ja, je besser man oder professioneller man irgendeine Arbeit macht, desto einfacher sieht es ja meistens aus. Stimmt's, Freunde? Hey, ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab sehr einfach schön. Alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal. Ich glaube. Das sieht schön aus. Wir haben bei ein hinten neues Zuhause. Ganz viel Rauch, ne? Ja. Aber da hat sie auch gebrannt. Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Nach Hause telefonieren. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Und ich einen bin Bart. Nicht müde. Klar. Sehen wir uns drinnen um. Oh, erstmal schön Mittagsschlaf. Hm. Schön. Das ist unsere Tür. Und das ist unsere Tür. Okay. Ja, aber gut, dass der Lukas hier draußen war. Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Mach mal auf. Wollen wir reingehen? Nein, wir warten jetzt einfach hier draußen und, keine Ahnung, gucken. Ja, ja, wir möchten rein. Nach dir. Das ist eine Frage. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na oh, jetzt gut, ist er doch müde. Wir machen es später. Werden die Äuglein Mutter, schwer? Wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du kleine, kleine Schlafmütze, du. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Bitte was? Zur Insel. Oh, der ist wieder am Träumen, glaube ich. Geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Das ist ein Flashback. Ich habe es für ihn getan. Und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten. Amicia. Amicia. Hat er einen Albtraum? Oh oh. Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein.
Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden. Let's do it. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Ich dachte, wir sind hier sicher. Vielleicht auch nicht. Man weiß das immer nicht. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Ja Mensch, der hat aber auch echt drauf, einem Mut zu reden, ne? Der hat echt einfach drauf. Bin mal gespannt, wo wir ihn finden. Warum können wir noch schneller? Nee. Noch nicht aufgetaucht. Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Muss ich mich jetzt hier umfragen? Nee. Ich glaube einfach meinem Lukas hinterher. Der wird schon wissen, wo es lang geht. Eine Stadtwache. Ich frage mal. Okay. Stadtwachen funktionieren ja wie Navigationssysteme. Hallo? Verzeihung. Wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. So, dann mal auf zum Markt. Finde gut, die Blumenhändler, wo wir ja schon waren. Ich hätte es wissen müssen. Müsste hier auch sein. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Wo war denn das jetzt? Ich glaube, ja, da hinten war es. Okay, sehr schön. Schnell dahin. Grüße. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Ja, und wer ist sie? Soll ich jetzt einfach Blumenhändlerin sagen oder was? So, finde den Mann der Blumenhändlerin. Irgendwo an einem Brunnen mit einer braunen Tunika. Bestimmt. Wo hat man den Brunnen gesehen? Ist er das hier? Ist das hier ein Brunnen? Ah, es ist im Brunnen. Okay, dann ist er das. Hallo. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Sie will SEX. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hör zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Oh doch. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. So. Erreiche die Arena. Müssen wir jetzt hier lang? Ist hier der Weg zur Arena? Das Arena-Viertel. Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen aus wie so ein Kolosseum, ne? Bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft, das spüre ich. Ja, ne, ich hab bloß gepupst. Ich habe bloß gepupst, das riecht manchmal nach der Ärger. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Oh oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas heftig, deftig im Argen ist. Das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Ich muss vor allem zuerst mal gucken, ob die hier irgendwie heftig große Klöten haben. Wir haben keine Zeit, uns mit. Nee, haben die diesmal echt nicht, ne? Hat sie echt jemand beschwert? Entschuldige. Wegen den großen Klöten? Oder haben die sich jetzt mal gedacht, wir bringen auch mal weibliche Schweine, also Säue quasi, ins Spiel mit rein? Die hätten ja echt unnormale Tschernobyl-Eier. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Immer. Komm schon. Jetzt auch noch eine andere Möglichkeit gegeben? Ich glaube fast nicht, oder? Glaube fast nicht. So, sind wir schon direkt beim nächsten Kapitel? Das würde sonst echt ein bisschen, also schon zügig gehen, sag ich mal. Gut, kommt natürlich darauf an, wie viele Kapitel letztendlich das Spiel hat. Aber bisher kommen wir doch verhältnismäßig gut durch, würde ich sagen. Verhältnismäßig gut durch.
kitzelt so ein bisschen das Näschen. So, scheint noch weiter zu gehen. Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Oh. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Das ist jetzt doof. Wenn wir alles mitgebracht haben, die ganzen Ratten und die Seuche und so was. Hat niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Oh, guck mal, hier sogar Kinder. Trauriger Anblick, Freunde. Trauriger Anblick. Das muss ja hier auch stinken bis zum Gehtnicht mehr, oder? Noch ein Symbol. Das könnte auch der Lukas sein. Dann gehen wir mal rein. Ah, da, okay. Let's have a look. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Nein. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Ah, ich habe hier nur was leuchten sehen. Ich helfe dir. Sehr schön. Dann müssen wir den wahrscheinlich jetzt da hinten manövrieren. Wenn Vaudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Wie kommt er jetzt hoch? Der kommt jetzt hier hoch? For real jetzt? Tatsache! Alter! Was ein Könner. Können wir was mitnehmen? Das sieht wertvoll aus. Bitte! Nicht! Stimmt! Psst. Was jetzt? Was ist der? Sprich! Ich kenne ihn nicht! Wirklich! Du Stück! Nicht gut! Er trägt einen Helm! Ich kann nichts tun! Was machen wir? Gehen wir vorbei! Kein Mucks! Ah, oh, ich habe die Kamera ein bisschen runtergemacht. So, kein Mucks. Die Schleuder ist wirkungslos gegen Gegner mit Helm. Sei diskret und vermeide direkte Konfrontation. Du bist allein und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Bin da weg. Bitte, tschüss. Lass mich gehen. Tschüss. Ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Das heißt doch nichts. Ich kann auch eine Polizistenuniform. Oh. Nicht einen. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Oh, warte mal, da haben wir so einen Topf. Wobei, brauche ich einen Topf überhaupt? Ich glaube, ich kann auch einfach hier gegenwerfen. Muss ich einmal kurz per Hand. Aber ich scheine wirklich, habe ich jetzt unendlich Munition? Ich glaube, ich habe von den Steinen habe ich unendlich. Das ist, cool. Ja, verzieh dich nur. Was war das gerade? Frage ist, wo guckt der jetzt hin? Hä? Nee, der wird mich doch sehen, wenn ich jetzt hier runter mache. Ah, okay. Ich hätte vielleicht zuerst hier runter gemusst. So, geh nochmal dahin, bitte. Nochmal? Ja. Ist das ein Witz? Nee. Alles cool. Alles cool. Sollten wir hier irgendwo schnell uns verstecken. Irgendein Zeichen vom Arzt? Ganz schnell. Ein Arzt. Können wir nochmal ein bisschen auf den Poppes gucken. Ja, always look on the bright side of Poppes. Oh, hier kann ich nochmal ein Töpfchen mitnehmen. Awesome. Plus ein Topf. Und der Boss sehr kommt schön. Bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Futter. Sie denken, er wäre Arzt. Na klar. Könnt sneaky sein, Freunde. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. So, wo muss ich jetzt am besten lang? Irgendwer findet ihn schon. Ich glaube, ich muss da mal kurz was gegenwerfen. So, jetzt geht er da hin. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt hier hoch. Ich hoffe, wir müssen auch hier hoch, tatsächlich. Ansonsten wäre es doof. Aber es sieht gut aus, oder? Sieht es gut aus? Haben wir hier noch irgendwas? Warum kann ich den noch ablenken? Wir gehen einfach jetzt hier weiter, oder? Let's go. Manchmal ist einfach. Ja, das stinkt. Oh, was ich weiß nicht. Hölle? It wasn't me. Juckt schon wieder das Näschen. Holy shit.
Warte mal, ist das, was, kann ich das mitnehmen? Nö. Na gut, dann geht's mal weiter. Im Alltempo, wie man sehen kann. Ekelhaft! Da oben! Dass wir nochmal in die Hocke nochmal genauer schnüffeln können. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell! Oh, guck mal hier. Das Schweinchen hat nicht mal einen Apfel im Mund. Noch nicht mal einen Apfel im Mund. Warte mal, wo. Hä? Warte mal. Oh, da haben wir nochmal ein Schwein. Das wird mich doch nicht angreifen, oder? Greifen mich Schweine an? Kann ich das. Kann ich kaputt machen? Nö. Scheint absolut keine Auswirkungen auf das Schwein zu haben. Ich habe auch keine Klöten, seht ihr das? Aber die fressen hier die Toten. Oh nein, es frisst sie. Yes. Wir müssen hier raus. Hat Hunger. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Und das heißt jetzt, für uns? Okay, ich glaube, er gibt uns nicht mehr Auskunft. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Voll Leichen. Zieh mich denn los. Da muss man, glaube ich, auch schon echt einen starken Magen für haben, ne? Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. Muss ja keiner wissen. Geht es weiter? Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Vor allem wäre es wirklich besser gewesen, zu wissen, dass wir bald sterben. Weiß nicht. So, erstmal rauf hier. Gehen wir schnell. Schon so viele Tote. Als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja, stimmt. Aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal. Stimmt. Ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Ja, dann zieh mal heftig. Komm, deftig. Schon. Kräftig. Habe ich jetzt... Na ja, gehen wir weiter. Hier ein plus ein Messer. Bitte. Ich muss ich tatsächlich... Ist es mit dem Messer töten. Das ist ein Verbrauchsgut, weil ein Messer normalerweise eigentlich länger hält. Was brauchen wir jetzt? Na gut, musst du wissen. Ja, ich bin total abgebrüht mittlerweile. Ich töte einfach alle. Ja, früher oder später sterben sie eh. Guck mal, der liegt zumindest noch auf dem Bett. Der hat's noch bequem. Die hier schon weniger. Und drück! Was ist das für verstärkte Türen, ey? Bei mir hören sich an wie Holz, aber sieht ein bisschen aus wie Eisen. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Irgendjemand wurde gebissen. Bloß wer?